Du? Wenn du mir gleich beim Kochen hilfst. Wir nachmittags pünktlich Kaffee trinken und heute Abend ein bisschen früher essen. Dann könnten wir anschließend noch einen Spaziergang an der frischen Luft machen. Wenn wir da nicht zu K.O. sind. Vermehrtes Wasserlassen kann Ausdruck eines erhöhten Blutzuckerspiegels sein. Über die Nieren wird bei erhöhten Blutzuckerwerten im Urin der Zucker ausgeschieden, der Wasser mit sich zieht. Die Aufgaben der Nieren sind vielfältig. Sie sorgen für den Abtransport von Giftstoffen über den Urin, die Regulierung des Salz- und Wasserhaushalts. Zudem spielen sie eine Rolle für den Blutdruck und die Blutbildung. Dauerhaft erhöhter Blutzucker bei Diabetes kann die Innenwände der Blutgefäße in den Nierenkörperchen, die das Blut filtern, beschädigen. Auf Dauer lässt die Filterfunktion der Nieren nach. Es entsteht eine diabetesbedingte Nierenschädigung. Symptome wie Wassereinlagerungen in den Beinen oder nachlassende Leistungsfähigkeit zeigen sich in der Regel erst, wenn die Nieren schon stark geschädigt sind. Mit einer adäquaten Blutzucker- und Blutdruckeinstellung und regelmäßigen Kontrolluntersuchungen ist es möglich, Nierenschädigungen vorzubeugen. Liegt eine Nierenerkrankung vor, lässt sich das Fortschreiten durch eine geeignete Therapie zumindest verlangsamen. Hierbei sollte auf Rauchen verzichtet, gegebenenfalls vorhandenes Übergewicht abgebaut und Blutzucker- und Blutdruckwerte medikamentös eingestellt werden. Und nun unsere Fitnesstipps. Oh, ich bin K.O. Schalt du mal um. Nee, das schauen wir uns jetzt an.